Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Teil 2 dieser vierten Season, in der es um Literatur geht, die die sogenannte romantische Liebe erzählt. Schriftsteller sind Zeitgenossen und ihre Werke, ihre poetische Produktion spiegelt die gesellschaftlichen Verhältnisse einer Zeit wider. Sie sind geschrieben für ein bestimmtes Publikum, das eben aus bestimmten Denkmustern heraus Literatur für gut oder für schlecht empfindet, für interessant oder nicht interessant. Und so kann man an den poetischen Werken, an den literarischen Werken einer Zeit etwas über die Gesellschaft finden. Und umgekehrt haben poetische Produkte natürlich auch immer auf die Gesellschaft zurückgewirkt, indem sie bestimmte Muster sehr anschaulich, sehr schön erzählen, die dann in der Gesellschaft gerne, zum Beispiel auch im Recht, aufgegriffen und gelebt werden. Wir können also sagen, dass mit dem Aufkommen der sogenannten romantischen Liebesliteratur Ende des 18. Jahrhunderts sich das Aufkommen einer neuen bürgerlich-industriellen Gesellschaft widerspiegelt. Und es ist interessant, von daher einmal nun einen Blick auf diese Zeit zu werfen und auf die Literatur. Heute wollen wir uns eben den historischen Hintergrund dieser Literatur anschauen. Die neue bürgerlich-industrielle Gesellschaft, wie sie Mitte des 18. Jahrhunderts entsteht und wie sie sich dann bis Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat und auf die Literatur eingewirkt hat. Das Kennzeichen dieses neuen Zeitalters, dieser neuen Epoche, ist die sogenannte Verzeitlichung. Man hat sie auch Dynamisierung genannt, die Dynamisierung des Tableaus, davon hat man auch gesprochen. Und das war das neue Merkmal dieser Gesellschaftsordnung, dass sie nun Beziehungen zwischen Personen, zwischen Dingen, zwischen Orten auf einmal in eine zeitliche Schiene gebracht haben. Und dadurch bekam diese Beziehung einen ungeheuren Schub, einen Schub in die Zukunft. Man hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts von Zeitpfeildenken gesprochen. Man orientierte sich an der Vergangenheit auch. Man wusste, man habe eine Vergangenheit und man schaute in die Zukunft, wie sich aus dieser Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft entwickelt hatte und entwickeln würde. Der Barock und das Rokoko und auch noch die frühe Aufklärung haben die Dinge räumlich geordnet, auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Das wird nun anders. Nun erfasst eine Zeitlichkeit diese Beziehungen und strukturiert sie um. Und diese Verzeitlichung umfasst nun alle wichtigen gesellschaftlichen Bereiche, auf die ich nun im Folgenden kurz zu sprechen kommen will. Da ist einmal der Bereich der Politik, der Wirtschaft, der Naturwissenschaften, der Kunst- und Geisteswissenschaften. Da ist das Bild vom Menschen, das Bild von Gott damit gemeint und eben auch die Beziehung zwischen den Geschlechtern, die Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich neu gedanklich ordnet. Gehen wir an die Politik. Es ist das Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen in den USA, in Frankreich und dann auch verspätet in Deutschland. Es ist die Abschaffung des absolutistisch gedachten Systems des Ständestaates, das in Privilegien und Vorrechten denkt und von der Ungleichheit der Bürger per Herkunft ausgeht. Nun entsteht eine neue bürgerliche Gesellschaft, in der alle juristisch gesehen gleich sind. Manche sind gleicher als andere, Männer sind gleicher als Frauen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und in dieser neuen politischen Ordnung gilt nun der Wettkampf. Wenn alle gleich sind, siegt der Stärkere. Es geht um einen ganz starken Wettbewerb, um Positionen und nun wird eine
gottgewollte Ordnung, wie sie das Barock kennt, aufgegeben zugunsten säkularer Ordnungen, die auch eben da kein Gott mehr in ihnen waltet, immer wieder neu angedacht werden können und damit immer wieder zukunftsweisend sind, also in zeitlichen Dimensionen neu revolutionär angedacht werden können. In der Wirtschaft. Jetzt wird ein Satz wichtig, der 1748 von Benjamin Franklin geprägt wurde: Time is money. Von nun an weiß man, dass für die Produktivität einer Wirtschaftsordnung die Zeit ein ganz wichtiger Faktor geworden ist. Und Faulheit, Müßiggang wird nun eben auch als verlorene Zeit angeprangert. Vor allem ein Hassgegner ist in dieser Zeit die französische Aristokratie, der eben diese Faulheit nachgesagt wird. Neu sieht man das auch. Dieses neue Modell sieht man auch sehr schön an einer neuen wirtschaftlichen Architekturform, nämlich der Fabrik. Im Barock haben wir, abgesehen von den Handwerksbetrieben, eine Manufaktur gehabt. Manufakturen arbeiten wie Fabriken arbeitsteilig, aber es unterscheidet sie von Fabriken, dass sie nicht das Moment der Zeitlichkeit kennen. In einer Manufaktur arbeiten verschiedene Handwerksgruppen nebeneinander zur Erstellung eines Produkts, während in einer Fabrik gibt es so etwas wie eine Zeitmaschine, eine Dampfmaschine, die morgens eingeschaltet wird, abends ausgeschaltet zum Beispiel, und die eben nun den Arbeitsprozess zeitlich moderiert und sehr stark antreibt. Es kommt nun wirklich zu einem Leistungsdenken und einem Leistungsdruck, den die barocke Gesellschaft so nicht kannte. Der neue Typ des Arbeiters ist der produktive Mensch. Wir werden ihn dann beim Philosophen Fichte noch einmal kennenlernen. Und nun wird bei Karl Marx ein Begriff geprägt, nämlich die Produktivkraft. Arbeit ist nun eine Produktivkraft. Ein neuer Menschentyp entsteht, der Arbeiter, der Proletarier. Sehr schön sieht man das auch am Umgang mit den Rohstoffen. Nun werden Rohstoffe als Anfangsstoffe verwendet, als Materialien, die durch Bearbeitung neue Rohmaterialien werden. Aus einem anfänglichen Stoff wird durch die Bearbeitung in der Zeit ein anderer Rohstoff. Zum Beispiel bei Kohle sieht man das. Aus Kohle wird Koks, ist in der Eisenproduktion als Brennstoff wichtig. Aus Kohle werden Briketts. Aus Kohle wird in der Kohleverflüssigung eine Erzeugung von Gasen erreicht, die dann eben in den Dieselkraftstoffen ihre Verwendung finden. Aus Kohlenwasserstoff wird schließlich irgendwann mal Erdöl, und Sie wissen, dass das bis heute ein sehr begehrter Brennstoff für unsere Industrie ist. Aus dem Erdöl wiederum hat sich ein ganz eigener Zweig auch mitentwickelt, die chemische Industrie, die jetzt erst eigentlich ihre naturwissenschaftliche Formulierung findet und wichtig wird. Jetzt werden aus Kohle, Erdöl, Lacke, Farben, Medikamente hergestellt. Aus einem Rohstoff wird durch Verfeinerung, durch Bearbeitung, durch Produktivität, Produktivkraft vollkommen neue Rohstoffe erzeugt. Verzeitlichung der Gesellschaft und ihre Bedeutung gerade für die Wirtschaft sieht man darin, dass neue Verkehrsmittel geschaffen werden, eben die Eisenbahn, das Fahrrad und dann sehr viel später das Auto, die eben auf Schnelligkeit angelegt sind. Und es wird dann auch in den körperlichen Ertüchtigungen einen Turnvater Jan geben, der diese schneller, höher, besser, gerade auch die körperliche Ertüchtigung mit einem Zeitfaktor angeht.
In den Naturwissenschaften kommen vollkommen neue Richtungen auf, zum Beispiel eben, wie wir schon gesagt haben, die Chemie, aber auch die Geologie, eben eine Wissenschaft, die auch von den Zeitaltern der Erde, der Welt ausgeht. Es entsteht ein neuer Beruf, nämlich der des Ingenieurs. Der Ingenieur, eine Verbindung nun von den neu entstehenden Naturwissenschaften und der Technik. Eigentlich eine Verbindung von Wissenschaft und Handwerk, was Europa, das Abendland, mit zum entscheidenden Faktor in dieser Welt machen wird. Ingenieure hatten wir im Barock eigentlich nur im militärischen Bereich, im Bergbau zum Beispiel. Auch. Aber eben dann auch in der Erstellung von Schusswaffen, Kanonen und so weiter. Und nun in der industriellen Gesellschaft wird der Ingenieur in allen Bereichen tätig. In der Geodäsie, in der Kartografie, in der Maschinenkunde, in der Mechanik. All das Bereiche, die eben auch mit dem alten Bereich des Militärs zu tun haben, aber jetzt einfach einen ungeheuren Schub durch diese neuen Wissenschaften erhalten. In den Geisteswissenschaften entstehen neue Fächer, die als Grundlage das Denken in der Zeit haben, nämlich die Geschichte und die Kunstgeschichte. Vor 1780 walteten in der Geschichte moralisch-religiöse Faktoren. Gott spielte eine Rolle. Und nun spielt er keine Rolle mehr. Er hat sich aus dieser Welt verabschiedet. Das werden wir in der nächsten Sitzung uns nochmal genauer anschauen. Jetzt zählen nur noch Fakten. Jetzt schreibt Friedrich Schiller historische Abhandlungen, er schreibt historische Dramen. Man entdeckt als vergangene Zeit das Mittelalter wieder, Goethe, das Straßburger Münster. Es gibt ein vollkommen neues Fach, was für die Geschichte auch dann eine große Rolle spielen wird, nämlich die Archäologie und schließlich auch die Paläontologie. Ein Schliemann gräbt eben aus und glaubt, Troja gefunden zu haben. In der Kunst und in der Literatur werden nun historische Themen wichtig. Es kommen die historischen Romane auf, die historischen Dramen. Schiller, Maria Stuart, Wilhelm Tell, Walter Scott schreibt historische Romane. In der bildenden Kunst und Architektur entsteht so etwas wie der sogenannte Historismus, der in der Gegenwart auf vergangene Stilrichtungen zurückgreift und sie modernisiert auf die Weltbühne bringt. In der bildenden Kunst gibt es, denken Sie nur an die sogenannten Nazarener, die nun als Anhänger Jesu 1804 eine Kunstrichtung ins Leben rufen, die eigentlich nicht mehr in dieser säkularisierten Welt angemessen zu sein scheint. Das Bild von Gott, die Religion, verändert sich. Es kommt zu einem ganz starken Schub der Säkularisierung. Gott verabschiedet sich aus der Welt. Kant, Kritik der reinen Vernunft, das werden wir uns das nächste Mal, wie gesagt, noch genauer anschauen. Von nun an ist der Mensch auf sich allein gestellt, empfindet diesen Verlust Gottes und das verlorene Einwirken Gottes auf die Welt als einen Verlust. Er fühlt sich allein. Und andererseits erlebt er nun Gott, der nach wie vor in seinem Kopf ist, in seinem Gefühl ist, in der Natur wieder. Es entsteht der sogenannte Pantheismus, der eine wichtige Rolle in dieser Zeit spielen wird. Gerade in dieser Zeit der säkularisierten Welt wird der Katholizismus zu einer sehr modernen und begehrten Religion. Man versteht nämlich nun den Protestantismus als eine relativ zeitlich spät aufgekommene Religion,
Der Katholizismus, das ist seit der Spätantike existent, das ganze Mittelalter hindurch. Und das wird für viele jetzt als heilige Religion, die näher zu Gott ist, interessant. Für die Religion ist noch wichtig, dass die Theologen in ihren dogmatischen Lehren an Gewicht verlieren. Aber es kommt eine neue Wissenschaft auf, die sogenannten Religionswissenschaften, die nun Religion als wissenschaftlich betreiben. Religionswissenschaftler sind sehr oft sogenannte Atheisten, glauben nicht an Gott. Sie interessieren sich aber für Religionen aus verschiedenen Gründen heraus. Diese Verzeitlichung ergreift nun auch das allgemeine Bild vom Menschen. Der Mensch wird nun als Entwicklungswesen begriffen. Ganz schön sieht man das an dem Roman von Rousseau, Emile, der 1862 erscheint, ein Erziehungsroman ist, der schildert, wie der Mensch sich von der Kindheit bis ins Erwachsenendasein entwickelt, vom Kleinkind zum Erwachsenen wird und verschiedene Stufen dabei durchläuft. Und es geht um die angemessene Erziehung nun des Menschen. Ein vollkommen neues Fach entsteht, die Pädagogik. Die Vorstellung ist, dass sich der Mensch immer zu größerer Reflektiertheit hin entwickelt. Er denkt immer, je älter er wird, mehr über sich selbst nach. Er reflektiert sich selbst und dadurch wird er auch komplizierter, was sein Innenleben angeht. Und je jünger der Mensch ist, desto näher ist er an etwas dran, was man das Unbewusste genannt hat. Es entsteht nämlich eine neue seelische Kategorie, das Unbewusste, und zwar 100 Jahre vor Freud, der das dann wissenschaftlich auf den Begriff bringen wird. Wir haben also nun ein neues gedankliches Muster, was das späte 18. und das 19. Jahrhundert prägen wird. Und das fasse ich Ihnen nun nochmal mit ein paar Begriffen zusammen. Der entscheidende Faktor ist nun die Zeit, die nun alle Beziehungen, wie gesagt, regelt. Man geht auch davon aus, dass alles einen Anfang hat, aus dem heraus sich nun Folgezustände entwickelt haben bis in die Gegenwart und in die Zukunft weiterentwickeln werden. Man geht davon aus, dass je näher man zum Anfang kommt, desto näher kommt man zu Gott, desto heiliger wird das, desto stärker ist der Einfluss des Göttlichen in der Welt, und je länger sich diese Welt entwickelt hat, desto säkularer ist sie geworden, desto stärker ist Gott aus dieser Welt verschwunden. Und man geht davon aus, dass am Anfang ein paradiesischer Zustand geherrscht hat, in der es eine Harmonie und Einheit gegeben hat, die im Laufe der Zeit und durch die Zeit zu Zweiheit, zu Zerrissenheit und zu Gespaltenheit geführt hat. Der Anfang, das ist das Ahnen, das Gefühl, das Unbewusste. Die entwickelten Zustände sind Zustände, die immer stärker vom Verstand, von der Rationalität geprägt werden. Am Anfang ist aber auch das, was man den Trieb nennen kann, das, was Freud später Es genannt hat. Und aus diesem anfänglichen Zustand entwickelt sich dann auch so etwas wie Sublimierung, wie die Entstehung eines Ich durch die Konfrontation mit der Gesellschaft, die Entstehung eines Über-Ich und eine Triebbeherrschung. Aus dem Unbewussten entsteht ein Zustand der Bewusstheit, der Reflektiertheit, der Fähigkeit zur Reflexion. Am Anfang, das ist die Natur.
am Ende in der Gegenwart und in der Zukunft, das ist das, was man Zivilisation genannt hat. Das sind die zivilisierten Gesellschaften und das ist auch ein neuer Begriff, der erst Mitte des 18. Jahrhunderts so aufkommt. Am Anfang dachte man, wie gesagt, den Anfang als einen Zustand, der nahe bei Gott anzusiedeln ist. Und so kam auch die Vorstellung auf, dass Menschen, die in diesen Anfangszuständen leben, die Guten sind. Das ist jetzt ein neuer Typ, den wir ganz stark im 18. Jahrhundert auch eben in der Literatur wiederfinden. Der Typ des guten Wilden, der die korrumpierte, verdorbene Gesellschaft kritisieren kann. Eben der gute Wilde, der, was weiß ich, in die französische Aristokratengesellschaft von Paris eintritt und entsetzt ist, wie verderbt diese Gesellschaft geworden ist. Und dieser Gedanke ergreift dann eben auch die Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Das Kind als Ausdruck des Unbewussten, des Triebhaften auch, der sich entwickeln muss zu einem beherrschten, triebbeherrschten, reflektierten Erwachsenen. Je früher, desto natürlicher, desto unreflektierter, desto heiliger, desto Gott näher. Je später, desto kaputter, desto gespaltener, desto zerrissener, desto korrupter. Und dieses Modell, dieses gedankliche Modell wird nun eben angewendet auch auf die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Männer gelten als der reflektierte, weniger gefühlvolle, verstandesgeprägte Teil der menschlichen Gesellschaft, der eben aber auch der zerrissenere ist, der aufgrund seiner Spaltung in ein bewusstes und in ein unbewusstes, er ist der erwachsenere Teil der Menschheit. Die Frau wird nun zu der weniger erwachsenen, weniger reflektierenden Persönlichkeit, die geprägt ist vom Gefühl. Sie ist naturbelassener, sie ist kindlicher. Und im 18. Jahrhundert ist das ein absolut positiver Begriff. Wenn ein Mann zu einer Frau sagt, mein Kind, dann ist das eine ganz große Wertschätzung, weil dieses Kind eben auch näher zu Gott ist als er selbst, der sich von Gott entfernt hat durch seinen Verstand und seine Rationalität. Und ganz wunderbar sieht man das eben in den Müttern, vor allem auch in den schwangeren Müttern, wo wirklich eine Person, zwei Personen in sich trägt. Eine schwangere Frau, das ist das höchste der Gefühle, die einen Mann in dieser Zeit bewegen. Das Unbewusste spricht aus ihr. Die Frauen geraten in dieser Zeit in die Nähe von Engeln. Auch das werden wir uns anschauen. Das verändert sich ganz stark im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wird diese Beziehung gekippt und für uns Frauen wird daraus ein sehr negatives Modell, das Modell des Biedermeiers und der viktorianischen Zeit. Das wollen wir uns dann eben auch ausführlich anschauen. Und alle diese Momente, die ich Ihnen jetzt genannt habe, finden wir eben in der Literatur der Zeit wieder. Und so wollen wir uns die Literatur der Zeit, die Romane, die Gedichte und Essays, die von der Liebe handeln, auf diese Momente hin genauer anschauen.